Hallihallo, liebe Leute, hier ist Platin Tracking 92, heute mit Gran Turismo 7, Highscore Yacht, Lizenzen. Heute ist es normal dran. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich wollte das nochmal machen, weil ich wollte noch ein paar Fails aufnehmen, was mir beim Lizenzen passieren könnte. Und ja, ich hoffe, ihr habt immer noch ein bisschen Spaß. Warte mal, die Ladetunnel überspringe ich einfach. Bis gleich. So, und damit legen wir mal los. Das war Silber. Na gut. Ersten Silber. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt normal, nicht Master. Und das war Gold. Also diese Punkte zählen natürlich nur beim ersten Versuch. Oh, oh Mann! Ich hasse das. Na, Silber. Na gut, besser als Bronze. Und wieder Gold. Wunderbar. Nächster Gold. Cool. Jawohl. Perfekt. Gut, wir gehen mal gucken. Und der nächste Gold. Nee, das war jetzt diesmal Silber. Mhm.
Ah, und sogar noch Bronze kommt noch dazu. So. Beinahe der erste Fail gewesen. Puh! Das war knapp! Uiuiui! So, jetzt geht's weiter mit der nächsten Lizenz. Ich habe mir eigentlich überlegt, ich würde auch bei GT 1, 2 und 3 und 4 auch noch mehr machen. Wegen ein paar Fails aufzeichnen. Habt ihr wieder was zu lachen? Und Bronze. Yes, der nächste Gold. Scheiße. So. Wenn ich über den Körbs fahre, kann es ja passieren, dass die Reifen nasser werden. Cool. Alli, hops. Und da war der erste Fail. Siehst du? So ist es passiert. Das war mein erster Fail. Oh.
wird aus der Kurve ausgetragen. Silber. So, da kommt der erste mit dem Mischuntergrund. Das war ein Fell. Aber noch nicht ausgeschieden. Cool. So, der letzte für diese Runde. Und dann mache ich den Schnitt, weil ich muss hier den Controller wieder aufladen. Wieder Gold. Okay, Leute, ich mache jetzt den ersten Cut und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Gran Turismo 7 Highscore Jagd Lizenzen normal. Bis dann!